zwar guten Abend hier bei Andersrum. Ja, alles schöne Grüße. I'm glad to be here in Berlin. Thank you very much. Ja, wir sind sehr froh, hier in Berlin sein zu dürfen. Ja, und wir sind auch sehr froh, hier im BKA sein zu dürfen. Echt? Und wir begrüßen euch bei unserer großen Geburtstagsfeier. So viele Gratulanten sind gekommen. Die Geschenke könnt ihr nachher in der Garderobe abgeben. Die Blumen vielleicht jetzt schon an der Theke, dass wir etwas Wasser für sie bereitstellen. Die eine oder andere dürfen noch auf die Bühne geschmissen werden. Aber nur Blumen, die Früchte behaltet ihr bitte für euch. Ja, ich finde es ganz wunderbar, dass heute so viele gekommen sind, mit uns zu feiern. Ein Jahr lang schwules Fernsehen, 365 Tage Berufsschwuler. Ich kann euch sagen, Schwulin? Du bist Berufsschwulin. Ja, das in Klammern. Du hast aber in der letzten Sendung gesagt, dass du auch ein Junge bist. Stimmt, hab ich vergessen. Ben Stroganoff! Genau, also dieser feste Glaube dieser Frau, der hat mich dahin geführt, dass ich in Köln aufgetreten bin. Und ich als Theologiestudentin habe dort in der Zeitung gelesen über ein Treffen der evangelischen Kirche und Huck, Homosexuelle und Kirche, dass ein Papier rausgegeben werden soll an die Basis der evangelischen Kirche in Rheinland, dass innerhalb von 2 Jahren die Diskriminierung der Schwulen aufgelöst werden soll. Und dass in der Bibel einfach keine Stelle zu finden ist, wo auf dieses Thema Homosexualität irgendwie hinzuweisen ist. Das wäre alles Quatsch und Jesus ist für uns alle auferstanden. Und um dieses Thema jetzt ein bisschen zu vertiefen, haben wir eingeladen Herrn Pfarrer Eckhard Kunz. Schönen guten Abend, Eckhard. War Pfarrer jetzt richtig oder heißt das Pastor? Nein, Pfarrer ist richtig. Schön. Dankeschön, das habe ich in Theologie gelernt. Herr Kunz ist natürlich von der evangelischen Kirche. Und Bert, wir haben uns doch vorgenommen, niemanden zu diskriminieren. Also herzlich willkommen, liebe Katholiken. Wenn welche da sind. Und du lebst als offen schwuler Pfarrer in deiner Kirchengemeinde hier in Berlin. Wie ist denn das so im inneren Kirchenkreis, im Presbyterium und mit dem Superintendenten? Merkst du da irgendwelche Diskriminierung oder ist es so inzwischen in 15 Jahren völlig normal geworden und du lebst also als ganz normaler schwuler Mann, wie wir alle hier in Berlin? Das war in meinem Falle von Anfang an normal. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich von vornherein immer alles offen ausgesprochen habe, nichts verborgen. Und und vielleicht auch das Glück gehabt habe, eine Gemeinde zu finden und einen Gemeindekirchenrat, der in diesen Fragen keine Probleme hat. Wir haben ja Glück hier in Berlin, da hat mich Herr Kunz nämlich aufgeklärt, weil ich habe das gelesen mit der Kirche Rheinland und da hieß es, dass die Kirche Berlin-Brandenburg ja viel fortschrittlicher ist und das schon längst hinter sich gebracht hat. Ja, das war im vorigen Jahr im Zusammenhang mit den Gewaltdemonstrationen gegen Schwule in Mahlsdorf. Hat dann die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg eine Erklärung gegen Gewalt gegen Homosexuelle herausgegeben. Und diese Erklärung finde ich sehr aufsehenerregend, weil sie nämlich außerdem ein Schuldbekenntnis abgelegt haben. Ein Schuldbekenntnis zum Verschweigen der Diskriminierung von Homosexuellen und zur Verfolgung von Schwulen in der Nazizeit. Und weil sie außerdem erklärt, dass sie die Homosexualität nichts als nichts anderes ansieht als eine andere Form von Sexualität. Eckhard, ich sagte es vorhin schon, du bist aktiv in der HUK, Homosexuelle und Kirche. Und wie sieht denn da deine aktive Arbeit aus? Inwiefern geht ihr in die Gemeinden, um das Thema Homosexualität mal zur Sprache zu bringen und eben auch für ein sanftes Coming-out von Homosexuellen zu sorgen? Na, ein wesentlicher Teil unserer Arbeit besteht in Öffentlichkeitsarbeit, also hineingehen in die kirchliche Öffentlichkeit, die evangelische und die katholische. In diesem Jahr findet zum Beispiel der Katholikentag in Karlsruhe statt. Da wird die HUK also wieder vertreten sein und diesmal sogar offiziell auf dem Katholikentag. Dann gibt es die evangelischen Kirchentage, wo wir also mit einem großen Programm voll integriert sind und viele Menschen dort erreichen. Dann gibt es also von uns den Versuch, auch an die kirchliche Basis zu kommen, also in Gemeinden Gespräche zu führen und mit den Leuten über schwul sein, lesbisch sein und ihre Schwierigkeiten, die sie damit haben, zu reden.
Wie werden denn diese Gemeinden ausgesucht? Gibt es da ein bestimmtes Losverfahren oder wie geht ihr an die Gemeinden ran? Oder kommt von denen was? Am einfachsten ist es immer, mit den Gemeinden ins Gespräch zu kommen, wo wir irgendwie schon Kontakte haben. Sei es, dass wir mal da ein Treffen hatten, dass jemand von uns dort Gemeindemitglied ist. Zum Beispiel in der Gemeinde, wo ich bin, wo ich mir selbst Pfarrer bin und ganz klar ist, dass ich Huck-Mitglied bin. Oder in Gemeinden, die ihrerseits Interesse haben und Interesse zeigen. Es gibt ja in Berlin noch mehr schwule evangelische Pfarrer als dich, habe ich gehört. Sicher. Nicht? Ja. Aber nicht alle sind leider so offen wie ich. Du wünschst da mehr Kollegen? Allerdings. Wir können sehr viel Unterstützung gebrauchen. Gut. Den Unterschied mit der evangelischen, der katholischen Kirche ist ja auf dem Kirchentag jetzt schon klar. Wenn ihr auch offiziell bei dem Kirchentag der evangelischen Kirche mitarbeitet, bei den offiziellen Anlässen, ist das bei der katholischen Kirche ja bis jetzt nie so gewesen. Das wird ja nächstes Jahr das erste Mal sein. Und wie schlimm nämlich die katholische Kirche drauf ist, das können wir nämlich gleich sehen bei unserem nächsten Filmbeispiel. Die nächste Einspielung ist der Film Willkommen im Dom. Schämen Sie sich nicht. Ja. Jochen Hick, grüße dich. Regisseur von Willkommen im Dom. Wir hatten letztes Jahr einen Film im Programm, und zwar über die dramatische Situation dieses merkwürdigen Kardinals in New York. Und kurz darauf, wir guckten das mit großen Augen an, wie da Act-Up-Leute, eine Menge Schwule und auch Lesben, da wirklich die Kirche ganz schön in Bedrängnis gebracht haben. Und kaum ein Jahr später hatten wir genau dieselbe Situation hier im Haus. Also zwischen Amerika und Deutschland wird die Zeitspanne der Veränderung offensichtlich immer kürzer. Und ich finde deinen Film grandios. Erzähl uns ein bisschen vom Hintergrund. Wir hatten fürs Fernsehen in Fulda gedreht, anlässlich der Bischofskonferenzen eines Atheistenkongresses. Und es gibt alljährlich eine Schlussandacht der Bischöfe, wo das sind etwa 80 Bischöfe, Kardinäle, Weihbischöfe, die im Dom ihre Schlussandacht feiern. Und an diesem Tag ist eine Act-Up-Gruppe gekommen, das waren vielleicht so 30 bis 50 Leute aus der Bundesrepublik, mit einem riesengroßen Transparent vor der Kirche, wo drauf stand, stopp die Kirche, und sie haben gerufen, stopp die Kirche bringt uns den Tod, Kondome in die Drogerien von Fulda, diese ganzen Dinge, sind dann in den Dom reingegangen und haben kurz nachdem der Einzug der Bischöfe war, Transparente entrollt vor dem Altar und wurden recht tätlich angegriffen von den Kirchenordnern, auch Kirchenbesuchern, wurden rausgetreten. Unser Kameramann wurde in die Nieren geschlagen, der musste danach ins Krankenhaus und wir waren das einzige Team, das das aufgenommen hat. Bis jetzt waren die Aufnahmen unveröffentlicht, wir haben einen Kurzfilm daraus gemacht, der läuft jetzt auch innerhalb des Panoramas, wo man sich das ansehen kann, inklusive der ganzen Beigeschichten, wie es in Fulda zum Beispiel geht, dass in Drogeriemärkten keine Kondome verkauft, weil die Häuser der Kirche gehören, ähnliche Geschichten. Drogerien in den... wie hieß das? Kondome in den Drogerien Fulda? Kondome in die Drogerien von Fulda, so war der Slogan. Ja, was hat das auf sich? Gibt es da keine Kondome offensichtlich? So hört sich das an, oder? Also es gibt weder Kondome noch Verhütungsmittel, zum Beispiel in einem Schleckermarkt, was ja eigentlich eine Kette ist, die es in der ganzen Bundesrepublik gibt, denen es offenbar lieber ist, irgendwie relativ nah am Dom oder in einer schönen Einkaufsstraße in Fulda noch ein Geschäft zu kriegen, anstatt in Zeiten von AIDS, weil es geht jetzt nicht nur allein um Kinderverhütung, Kondome für die Leute zugänglich zu machen. Und ja, das ist die Situation. Das ist der Einfluss der Kirche oder sind die Leute dort quasi... Nee, das ist schon der Einfluss der Kirche insofern, weil es zwei Schleckermärkte gibt, aber nur das Haus, was der Kirche gehört, dort in diesem Schleckermarkt gibt es ausgerechnet keine. Und anscheinend soweit geht die Politik oder das Rückgrat auch dieser Ketten nicht,
da irgendwie eine Linie zu zeigen. Also ein grandioser Kurzfilm, der es schafft, nicht auf der Ebene hängen zu bleiben, sage ich mal, der Filme, von denen wir so viele kennen, also Demonstrationszüge, die vorbeiziehen, stundenlang, sondern der mit einer Kürze genau die Brutalität auf den Punkt bringt, die in dieser Kirche passiert ist, und dazwischen geschnitten, der ist es Kardinal oder Erzbischof oder was, Züber, der da Düber, seine, also Düber, es ist, der seine, es sind mehrere Aussagen von Düber, wobei man ja durchaus sagen muss, dass es ein bisschen verengt ist, die ganze Diskussion immer auf Erzbischof Düber. Ich denke nicht, dass andere Bischöfe sehr viel anders denken, als Herr Düber denkt. Nur Herr Düber ist wahrscheinlich einer deren, der am klarsten diese Position auch in der Öffentlichkeit vertritt und sich da auch streitbar macht. Aber wenn man sieht, wie genauso, wir haben auch ein Interview geführt mit einem Bischof aus Ostdeutschland, der dann praktisch sagt, der Wortlaut ist, eine Gesetzgebung, also wie 175, sollte auch immer dazu führen, dass die Menschen, die keine sittliche Wertorientierung haben, zu etwas zu führen, was dem Humanum entgegenkommt. Und wenn diese ganzen Dinge nach wie vor natürlich noch rumschwirren, sogar in ostdeutschen Bistümern, wo es hier eigentlich in 175 zum Beispiel nicht gegeben hat, das spricht dann eigentlich okay, auch schon für sich. Okay, ja, da ist es klar. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass der Hessische Rundfunk jetzt dieses Material von dir zurückkaufen muss und bedanke mich bei Jochen Hick. Ja, also der Film... Also wir haben hier den ersten Schwulen-Gospelchor, hier sind Stimmen des Glücks. What my heart can conceive.